Komm, das Rennen können wir mitnehmen. Motorradrennen. Na, super. Liebe ich ja sehr. Das war ziemlich einfach. Es war wirklich ziemlich einfach. Gut. $20,000. Nee. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Das kommt jetzt. Ist das jetzt eine Nebenmission oder ne? Nee, das ist jetzt die Hauptmission. Ups. Naja, gut. Bomb squad. You here see anything suspicious, officer? What? No. Is there a bomb? Could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me, I forgot something in my car. Ja, schnell, hau ab. Besser so für dich. Mal ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, sonst sind die wieder aus dem Missionsgebiet raus. Die ist da oben drauf. Können wir doch mitnehmen. So, ganz nebenbei. Dann haben wir das auch erledigt. So, und jetzt mal schnell zum Tatort. Sieht ja nicht gerade gut aus. Wo soll ich jetzt dahin?
So. Irgendwo da ein, okay. Ach du Scheiße. No. Das sind, glaube ich, alles Leute von uns. Wenn ich das richtig sehe. Vincent? Ja. Nicht gut. Unsere Gang wird ausgelöscht. Sie finden an der Leiche eine seltsame Schnittwunde. Und hier? Son of a bitch. Someone did surgery on these guys. What? Wieso denn das bitte? Organe oder was? Bringt sie die Uniform zum Polizeivan zurück. Sehr komische Sache. Ups. Einfach so aus dem Van eine Verkleidung stellen und dann kommt man schon in den Tatort rein. Interessant, ob das wirklich funktioniert. Rufen Sie Tang an. Tang, it's Wayne. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sun Anyi. All had an organ removed, cut right out of it. You're right. This isn't just about murder. What's your next step? The removal looks professional. A surgeon of some kind. I'm gonna look into the hospital records. If somebody's stealing organs, they gotta be using them for something. All right. Keep me informed. Wirklich Organhandel. Vincents Leiche identifiziert, Leichen mit fehlenden Organen entdeckt. Wenn das Auto hier niemand möchte, nehme ich es halt. Okay, da kommen wir nur vom Wasser hin. Ein Hahnkampf. Könnten wir uns eigentlich nochmals anschauen, wo ich das nicht unbedingt unterstützen möchte. Aber gehört ja hier bei diesem Spiel ein bisschen eigentlich dazu. Ja, komm einmal. Hey buddy, you want in? You love animals. I got best bud. My birds. I got best. Don't fail me now. I got best bud. My guys are winners. You're smart. Stop. Mal schauen. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Wer weiß. Hey,
Go weit, go weit, go weit. Komm schon, mach ihn fertig. Komm schon, go weit. Sieht, glaube ich, gut aus für uns. Natürlich. Fuck you. Hey buddy, you want in? Irgendwie. I got best bud. My bird. I got best bud. Smart man, you win. Big money, big money. Mal schauen, ich glaube nicht. Wenn ich jetzt 3 von 3 verliere, dann ja. Was? Wir haben gewonnen? Nice! Tourist. Auszahlung 50.000. Okay, nice. Danke sehr. Das war's, damit habe ich es abgeschlossen. Bye bye, möchte nicht mehr von hier wissen. Da kommt man echt nur mit einem Boot rein, wie es mir scheint. Aber hier gibt es gar kein Boot. Hm. Das hier sind sicher alles die Hähne, die im Hahnkampf verlieren. Die man hier gleich essen kann. Hier links ist eine Kamera. Ich weiß zwar nicht, warum man die hier hacken soll, weil hier geht ja absolut gar nichts ab. Aber gut. Fällt ja gar nicht auf, wenn ich hier neben dem Kopf die Kamera hack. Ich kenne hier schon einfach alle Leute. Schlimm. Ich bin hier weltbekannt. Danke. Where are your manners? Nirgends, die habe ich verlernt. I'm sorry. Kennedy Town habe ich schon ausgeräumt, die Leute hier. Komisch, wie sollte jetzt hier gar kein einziges Auto kommt. Wait! I need you! Sorry!
Muss sein, ich brauch Money. Okay, an der Polizeistation durchzufahren ist nicht so schlau. Wir haben's gleich. Hä? Einfach hinter der Polizeistation die Dinger hier abgeben. Auch gut. Manchmal muss man die Logik nicht verstehen. Oder vielleicht ist das offensichtlichste Versteck das Beste. Kann natürlich auch sein. Love is love. Adi.